unser Bloodbag mit der Form vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen in den Kühlschrank getan. Und jetzt gehen wir es aus dem Kühlschrank natürlich rausholen. Dementsprechend. Wir hätten nur hier hochgehen brauchen, wären wir im Besprechungsraum gewesen. So doof bin ich. Könnt ihr mal gucken. Aber wie gesagt, ich zeige euch nur, wie man nicht spielt. Ja, die Kamera ist gewöhnungsbedürftig. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht schlimm, also nicht auf eine schlechte Art. Kann ich schlechter erklären. Also ich bin das, meine früher haben das Auto gespielt. Hat halt viel Reiz, weil du hast jetzt zum Beispiel, du hast nur diese feste Kamerabase. Und wenn jetzt hier so ein Gegner wäre, wie der jetzt, der da liegt, den ich schon umgebracht habe, und du kommst hier oben runter, du kannst nicht gucken, wo der Gegner ist. Du bist halt auf der Treppe und hörst das Vieh nur. Also musst du dich rantasten und guckst und horchst und guckst am Bildschirmrand, ob du irgendwas von dem siehst, alles der Kopf und dann schießt du. Das ist total neu. Also nicht neu, aber das ist total seltsam und total schön, weil mich das an früher erinnert. Irgendwo. Und Rätsel sind natürlich richtig geil und knackig vor allen Dingen teilweise. Das muss natürlich auch wichtig, das ist auch wichtig. Das macht es überhaupt nicht leicht, das Spiel. Also ich habe schon ein paar Mal mich hier dem, 3-4 Mal den Chat hier bedient, da ich einen kleinen Anhaltspunkt gekriegt habe. Zum Glück war immer jemand dabei. Oh, jetzt hat's, ja. Hör zu. Gucken Sie es gleich mal an, aber ich will den Kühlschrank zumachen, nicht, dass, weißt du, nicht, dass da hier wegen der Energierechnung. So, und da haben wir jetzt ein eingefrorenes, außer Mault, ein eingefrorenes Bloodbag. Und das ist jetzt, das passt jetzt, müssen wir uns beeilen, wahrscheinlich das schmilzt. Gefrorener Blutmedaille, Medaillon. Richtig nice. Davor habe ich hier auf dem Stream Resident Evil 2 Remake gespielt, das ist auch richtig nice. Ein Trick mit Auto M. Ja gut, stimmt. Ja, man sieht es wohl aus welcher Richtung, das stimmt schon. Wenn du dich reintastest und dann bewegt sie ihren Arm, da weißt du, ah, der ist da und da. Da weißt du, kannst du schon ein bisschen nur so ein bisschen hintricksen, das stimmt. Oder vielleicht gibt es noch einen anderen Trick. Das ist richtig gut. Also da habe ich, das habe ich richtig gefeiert, das Remake. Also wirklich. Ich habe das damals, wo es rauskam, nicht gespielt. Und jetzt neulich habe ich es in eine Birne gekriegt, habe ich irgendwie so einen Resident Evil Flash gekriegt, habe ich mir auch die ganzen Serien und alles angeguckt. Bei der Netflix gibt es eine neue Serie übrigens. Und habe ich so richtig einen Drive gekriegt auf Resident Evil. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, ob ich jetzt in die Haupthalle gehe. Doch, ist richtig. Wir haben alles dabei, um unten den Raum zu öffnen. Wir machen richtig Progress heute. Ich bin echt amused. Also ich bin da sehr freudig darüber. Wir haben die Karte schon reingesteckt. Jetzt brauchen wir unsere Blutmedaillon. Katschinga. Und den Trägerknauf. Okay, bei dem fehlt noch irgendwas. Ach, nicht dein Ernst, oder? Oh, es kann ja auch noch irgendwas. Okay, umdenken. Der Pfeil ist unten. Im Gegensatz. Ja, also ich habe jetzt 2 gespielt. 3 habe ich auf der Liste noch. Aber ich überlege, ob ich vorher Village oder Resident Evil 7, um mir die neue Franchise zu spielen. Quasi, um mir das neue Franchise erstmal zu geben. Die munkeln ja alle, es soll wieder ein richtiges Resident Evil kommen. Im nächsten Teil soll wohl Jill Valentine auftauchen. Im nächsten, also Resident Evil 9. Ist das der 9? Ja, ich glaube. Wir müssen uns beeilen, bevor der Medaillon schmilzt. Der Medaillon. Also, der Dings ist nach unten gerichtet. Der Pfeil ist nach oben gezeigt, nach oben. Okay. Mal gucken, ob ich mir das nochmal gebe. Also, 3 hatte ich auf jeden Fall vor. Obwohl dieser komische Typ mit diesen komischen zerzausten Haaren, das. Weiß nicht, der sieht komisch aus. Ja, aber den Film, der da neu kommt, den hat der Uwe Boll gemacht. Das wird auch nochmal so eine Sache. So, der Pfeil zeigt nach oben und das erste, was kommt, sind 2 untersuchen. Der Pfeil zeigt nach oben. Dass man richtig hinrichten kann hier. So, der Pfeil zeigt nach oben. Der Pfeil zeigt nach oben und das erste ist so, oder? Ja. Rechts weg, also muss dann links weg sein.
rechts weg, links weg. Das müsste stimmen. So, das auf der rechten Seite hat 3 und 1. Und das untere, das 1 zeigt nach unten. Schwierig, wenn man sich das merken will, gell? Village habe ich auch noch Bock. Ja, ich auch unbedingt. Also mittlerweile ist es aber erschwinglich. Du kriegst für 30, 40 Euro. Das würde ich schon ausgeben für einen vernünftigen Resident Evil Teil. Und Resident Evil 3 Classic. Okay, ja, das überlege ich mir. Danke, M. Haus. Das überlege ich mir, ja. Vielleicht passt das. Passt oder würde auch passen. Das ist aber diese diese andere Perspektive. Die feste Kameraperspektive, glaube ich. Original. In der Classic-Version. Vielleicht spielen wir lieber das als. Oder beides, vielleicht. Ich meine, das ist ja genug Content auch, gell? Resident Evil. Gut, es soll jetzt kein reiner Resident Evil Kanal werden hier, aber es wäre auf jeden Fall schön. Ein bisschen Content. Ein bisschen Resident Evil Content zu haben. So. Müsste passen. Hier so zwei, einer nach unten. Das müsste eigentlich auch schon passen. Und der letzte ist 3 in Richtung dem Pfeil. So. Irgendeiner stimmt noch nicht. Ich glaube, der ist es. Ja. Von oben drauf gucke, wenn ich es rumdrehe, müsste es genau seitenverkehrt sein. Dann was? Da müsste es genau seitenverkehrt sein. Das heißt, wenn es jetzt hier nach links zeigt, müsste es dann nach rechts zeigen, wenn ich es rumdrehe. So. Alter, die Steuerung, wenn das in diesem Linksmodus ist, gell, ist zum Kotzen. Ohne Witz. So, jetzt zeigt es nach rechts. Jetzt ist richtig, genau. Pfeil nach unten, zeigt nach rechts. Der Nippel zeigt nach links hier und dann muss er nach rechts zeigen. Das passt. So, an dem rechten Ding, da müsste dann quasi ein Dreier sein. Untersuchen. Der Dreier zeigt auf den. Genau, das passt. Dreier zeigt auf die Nase. So, dann der Einer zeigt in Richtung des Pfeils. Das könnte so stimmen. Und der Zweier, da zeigt der. Ein Nippel zeigt nach links, also muss er nach rechts zeigen, der Nippel. Nippel nach rechts. Alle Nippel nach rechts. Passt. Probieren wir. Einer stimmt noch nicht. Oh, zwei. Kann nur der hier sein. Passt aber auch nicht. Man muss wegzeigen. Also muss er hinzeigen. Naja, das geht doch. Ja. Stimmt. Am besten wäre es gewesen, ich hätte ein Foto gemacht mit dem Handy. Aber das liegt gar nicht hier, das Handy. Glaube ich. Lenkt mich immer nur ab, wenn das klingelt oder Nachricht, dann suche ich ja. So, was war das jetzt? Was ist jetzt aufgegangen? This door.
Yes. I'm sexy and I'm know it. Jawohl. Dampfst du mit? Ich, ja, seit 4 Jahren, in der Tat. Und also ich war früher Raucher, in der Tat. Und also ich empfehle Rauchen auf Dampfen auf keinen Fall jemanden, der nicht raucht. Aber jedem Raucher empfehle ich es auf jeden Fall. Bei mir geht es deutlich besser als mit Rauchen damals. Für Langzeitschäden etc. kann ich natürlich nichts sagen. Aber seit 4 Jahren. Und ich kann, also ich bin schon Marathon gelaufen. Und ich treibe Sport. Und ich glaube, mit Rauchen hätte ich das nicht geschafft. Na gut, das ist ein, steht auf anderen Platz. Kann man natürlich mal anders mal erörtern. Ja, ich auch 4 Jahre. Ja, geil. Geil, die Dampfer. Dampfer-Community. Ich habe hier so ein Dings, Vapressor, Akkuträger. Und oben drauf ist ein Profiler von Motovo. Der ist ganz geil. Bisschen Kram. Heute kommt eine neue Bestellung an. Vielleicht sollte ich... Ach, Maus zu lang. Also MTL. Alles klar. Ja klar, warum nicht, gell? Wenn ihm das befriedigt. Meinst du das nicht? Das ist für ein bisschen Wolke. Aber nicht mehr so schlimm. Also am Anfang hatte ich am Anfang, bevor, wo ich angefangen habe mit Dampfen, hatte ich so richtig einen Drive auf. Da musste es... Also ging es nicht... Die Wolken gingen nicht groß genug. Da hast du eben 120 Watt und alles. Also ganz am Anfang hat es natürlich... Hat natürlich... alles weh da, ne? Beim Dampfen. Also, die ersten 2 Tage waren Hölle, fand ich. Hier sind wir hergekommen. Muss nebenbei noch ein bisschen spielen, sonst ist auch scheiße. Die ersten 2 Tage Dampfen waren richtig schlimm, fand ich. Also, da hat mir die Zigarette so gefehlt. Aber dann hat es irgendwann aufgehört. Da hat mein, habe ich von einem Kumpel, habe ich ein Liquid gekriegt, was extrem connected hat auf mein Hirn. Okay. Ich gehe erstmal oben in die Tür. Wir müssen mal eins nach anderen machen. Ich habe nur noch einen Schrotpunkt und so einen Schuss. Baufällige Toilette. Klingt wie zu Hause. Auf jeden Fall, E-Wot, ja, geil. Gibt's die überhaupt noch? Die E-Wot. Weiß ich gar nicht. 1,5 oben, Junge, geil, Mann. Oh ja, Speicherstand. Geil, wir könnten hier speichern. Nee, noch nicht. Oh, geil. Ich glaube, das Spiel will, dass ich hier speichere. Hier liegt ein Speichermodul rum. Hier liegt ein Speicherdings rum. Das will, dass ich hier speichere, das Ding. Ohne Witz. Hier sind noch Elektrolanze. Habe ich auch noch nicht gesehen, das Ding. High-End, ja. Irgendwann, gell? Vampire Vape, okay. War das nicht ein Liquid-Hersteller, Vampire? Weiß ich gar nicht. 6 Stück. Boah. Ich glaube, das ist das letzte Mal, wo wir hier gekriegt haben. Ich benutze jetzt mal eins im Speicher, sicherheitshalber. Ach, Vapor Giant. Achso. Alles klar. Die waren relativ teuer, die Dinger, ne? Ich erinnere mich. So, da haben wir hier 11 Stunden 28. So, wir speichern jetzt. Sweet Lemon Cake. Ja, die haben irgendwie was verboten mit den die haben irgendwas verboten, gell, mit den Vampire Vape Zeugs, also mit den mit dem Sweetener, was die immer reingemehrt haben. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gestern, vorgestern habe ich bei OBL bestellt und heute ist es schon da. Eigentlich schaffen sie es in einem Tag, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft. Achso, 19 ml. Geil. Hast du ja einen Rucksacktank gehabt, oder? War nicht schlecht. So. 19 ml ist natürlich fett, ne? Ich glaube, meine haben alle 6, so 5, 5, 5, 6. Damit komme ich eigentlich zurecht, so. Muss halt ab und zu mal nachtanken, gell? Ist ja nicht nur, man dampft natürlich auf gewissen Leistungsmerkmalen. Also ich habe jetzt hier 50 Watt bei 2 oben. Das smooth. Und
Weiß Schokolade Windbeutel. Klingt ja gut. Schon ein bisschen mit Sahne und so. Gibt's schon abgefahrenes Zeug, ne? Ich habe mir jetzt auch, jetzt diesmal habe ich mir fast nur Süßkram bestellt, um mal ein bisschen rumzutesten, weil ich habe, also mein Daily ist so eine Art Tee mit viel Minze und ein bisschen Beeren. Das ist so Daily und ab und zu mal, aber hast du Bock auf so ein, weißt du, ein Stück Kuchen oder so und dann ballerst du dir das. Das ist ganz geil. Echt cool. So, ich stelle mich mal ganz kurz hier hin. Ich bin mal ganz kurz AFK. Dauert höchstens 2 Minuten. Ich will nur einen Kaffee holen. Ach, Vanille. Ach, echt. Ich habe das Problem, dass ich Vanille nach einer Zeit schmecke ich es nicht mehr. Also ein paar, also ein, zwei Köpfe, dann schmecke ich es erstmal ewig nicht mehr. Und dann muss ich erstmal das alles wieder relativieren. Dann wird das alles wie pumpig so. Mal, seid ihr Selbstwickler? Wickelt ihr selber oder ist das hier mit Dings? Wahrscheinlich, gell? Der High-End-Bereich ist eigentlich nur Selbstwickler dann. Das Heisenberg ist geil, das habe ich am Anfang richtig gefeiert. Und aber nach einer gewissen Zeit, gell, da kriege ich da so, da, also nicht da, das ist ganz eklig. Aber ich habe es auch hier stehen, ich könnte auch ranholen, ich habe sogar das Original noch hier. Heisenberg ist echt eine klasse Sache gewesen mit dem Dings. Nee, das, du musst dem Heisenberg eine Chance geben, du musst da ganz, ganz wenig anmischen, ganz, ganz wenig. Also brauchst ganz, ganz wenig Aroma, ganz, ganz wenig, ja wirklich wenig. Dann nimmst du das, was da drauf steht, geteilt durch 10. Und dann, wird das, dann ist das eine richtig geile Sache. Ja, ich wickel auch selbst. Also ich habe jetzt Mesh, ich habe die Profiler, die 1,5er, die sind alle mit Mesh. Also die kannst du beides wickeln. Aber ich habe die auf Mesh. Also ich finde das Mesh eigentlich gar nicht so schlecht im Moment.